Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Wir beschäftigen uns jetzt mit einem typischen Beispiel, was in einer typischen Mathe-Klausur für Ingenieure drankommen könnte, nämlich die Frage, gegeben ist eine Potenzreihe und wir sollen bestimmen, in welchem Bereich die konvergiert. Machen wir das einfach mal. Schritt 1. Wir erinnern uns daran, im ersten Schritt haben wir nur das AK und das x0 rausgeschrieben. Das Ganze geht relativ einfach. Wer noch mal wissen möchte, wie das Ganze funktionierte mit diesem AK x0, bitte einfach mal oben klicken in unsere vorherigen Videos, da wird die ganze Theorie auch erklärt. Jetzt wollen wir uns konkret um dieses Beispiel kümmern. Das AK ist sozusagen der Vorfaktor, der vor dem x minus x0 Term steht. Das heißt, AK ist in dem Fall das 1 durch k². Na? Ihr könnt euch vorstellen, dass das, was hier steht, im Prinzip besagt, Reihe k gleich 0 bis unendlich 1 durch k² mal x plus 2 hoch k. Und zweitens, das x0, der Mittelpunkt der ganzen Geschichte, ist gerade die Nullstelle dieses Terms, das heißt in dem Fall die minus 2. Bitte auch hier einfach daran denken, hier steht ja im Prinzip x minus minus 2 hoch k. Na? Das heißt, das ist tatsächlich der Mittelpunkt x0. Haben wir das soweit, dann sind wir bereit für Schritt 2. Ich persönlich verwende ja immer sehr gerne die Formel mit der Wurzel für den Konvergenzradius. Nehmen wir das Ganze einfach mal Konvergenzradius R. Konvergenzradius R. Ich persönlich verwende gerne die Formel mit der Wurzel. Die Formel mit der Wurzel besagt, der Konvergenzradius bzw. sein Inverses, also 1 durch R, lässt sich berechnen als Limes n gegen unendlich von der n-ten Wurzel Betrag an. Jetzt schreibe ich dort mein an rein. Da ersetze ich das ak, da ersetze ich das k jeweils durch ein n. Ich habe also dastehen, Limes n gegen unendlich von der n-ten Wurzel Betrag von 1 durch n². Vollkommen klar, 1 durch n², n ist eine natürliche Zahl, wird also auf jeden Fall positiv sein. Der Betrag kann weggelassen werden. Und jetzt arbeite ich und zaubere ein bisschen herum mit Potenzgesetzen. Na, das machen wir kurz mal als Nebenrechnung, damit das Ganze schön klar wird. Wenn ich die n-te Wurzel von 1 durch n² ziehe, dann kann ich ja im Prinzip gemäß des Wurzelgesetzes das n, die n-te Wurzel oben und unten aufteilen. Das heißt, ich habe praktisch die n-te Wurzel von 1 durch die n-te Wurzel von n². n-te Wurzel von 1 ist klar, das ist wieder 1. Und die n-te Wurzel von n², da denke ich bitte daran, dass Wurzeln und Potenzen vertauscht werden dürfen. Ich habe also die n-te Wurzel aus n ins Quadrat. So, das heißt, hier steht im Prinzip Limes n gegen unendlich von 1 durch der n-ten Wurzel von n ins Quadrat. So, jetzt stehe ich vor dem Problem, was ist denn die n-te Wurzel von n als Grenzwert? Und da solltet ihr ein Tafelwerk haben, beispielsweise diesen guten hier. Und da steht das Ganze schönerweise direkt im hinteren Einband drin. Also wenn ihr genau dieses Tafelwerk auch habt, dann nutzt den hinteren Einband. Seite F3 stehen die meisten Grenzwerte hier unten drin. Die würde ich mir einfach als Referenz ziehen. Und da steht insbesondere auch drin, was das für ein Grenzwert ist. Na? Das ist nämlich, wissen, die n-te Wurzel von n konvergiert gegen 1. Das heißt, der ganze Kram konvergiert also gegen 1. Und damit kann ich diesen Grenzwert einsetzen und erhalte im Prinzip 1 durch 1 ins Quadrat, sprich 1. Und wenn ich jetzt diesen ganzen Spaß nach r umstelle, erhalte ich r gleich 1. So, wenn ich das einmal soweit fertiggestellt habe, ist die Sache schon klarer geworden. Ich mache mir jetzt hier an der Stelle meistens eine Skizze.
Ich skizziere mir nämlich einmal den Konvergenzbereich hin. Der Mittelpunkt ist minus 2. Der Radius ist 1. Das heißt, von minus 3 bis minus 1 kann ich schon mal sagen, dass der Innenteil hier auf jeden Fall konvergent ist. Und ich kann sagen, dass der Außenteil hier hinten divergent ist und dass der Teil hier vorne divergent ist. Was ich aber noch nicht sagen kann, ist, was an den Rändern hier passiert. Also die minus 3 und die minus 1 ist noch vollkommen unklar. Und genau das muss ich jetzt im nächsten Schritt noch einmal untersuchen. Sprich, ab in Schritt 3, Ränder untersuchen. Wenn ich die Ränder untersuche, untersuche ich zunächst erstmal die minus 3 und dann die minus 1. X1 gleich minus 3, dazu setze ich die minus 3 hier oben ein. Ich erhalte also die Reihe von k gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch k durch k Quadrat. Und was man hier als jemand, der schon erfahren ist mit Reihen, relativ leicht sehen kann, ist, dass diese Reihe konvergent ist gemäß des Leibniz-Kriteriums. Konvergent nach Leibniz-Kriterium. Wir können das auch gerne nochmal in einem weiteren Video später diskutieren. Konvergent nach Leibniz-Kriterium, ich will es einfach mal so stehen lassen. Wenn du das nicht wirklich erfassen kannst, nicht wirklich sehen kannst, ruhig mal eine Supportfrage reinstellen. Ich kann das Ganze auch nochmal separat erklären. Wichtig ist nur, dass man hier an der Stelle wieder klassische Reihentheorie verwendet. Das ist keine Potenzreihentheorie mehr, sondern klassische Reihentheorie. Das kann auch durchaus so aufgeschrieben werden. Sobald man in der Prüfung ist, dann schreibt man hin, Konvergenz nach Leibniz-Kriterium dürfte in den meisten Fällen funktionieren. X2 ist minus 1. Wenn ich minus 1 einsetze, habe ich dort dastehen k gleich 0 bis unendlich 1 hoch k durch k Quadrat, sprich Reihe k gleich 0 bis unendlich von 1 durch k Quadrat. Und bei dieser Reihe sehe ich, das ist eine harmonische Reihe. Harmonische Reihe. Und bei der harmonischen Reihe denke ich bitte daran, dass es ja hier darum ging, diesen Exponenten zu überprüfen. In dem Fall die 2. Na, Alpha gleich 2. Und bei Alpha gleich 2 ist die ganze Geschichte bekanntlich konvergent. Na? Auch das sind wieder Grundlagen. Da kann ich auch nochmal ein Support-Video dazu drehen. Da können wir das Ganze über ein Support-Video einmal klären. In jedem Fall kommt hier eine konvergente Reihe raus. 1 durch k². Das sind einfach alles Grundlagen, die außerhalb der klassischen Potenzreihentheorie sind. Das heißt, da würde man mit Reihen wiederum arbeiten. So, in dem Sinne haben wir im Prinzip alle drei Schritte durchgearbeitet. Wir haben die Reihe gesehen. Wir haben gesehen, der Mittelpunkt ist minus 2, das AK haben wir rausgestellt. Aus dem AK kriegen wir den Konvergenzradius R. Dann konnten wir das Bild malen und dann haben wir die Reihen an den beiden Seiten untersucht. Wir haben erfasst, dass beide Seiten konvergent sind und damit können wir die Antwort aufschreiben und können sagen, der Konvergenzbereich ist K gleich komplett minus 3 bis minus 1. So, fertig gerechnet. Wenn du noch mehr wissen möchtest rund um das Thema Reihen, Potenzreihen, dann schau dir einfach unsere Playlist an. Und wenn dir unsere Videos gefallen und du sagen würdest, ja, die finde ich cool, da will ich nichts mehr verpassen, dann abonniere uns einfach und komm einfach gern beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.